So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es mal wieder um das Thema Beweisführung in der Mathematik. Und zwar haben wir ja die ganze Zeit das Ganze mit Hilfe eines formal korrekten Beweises immer gemacht. Zum Beispiel haben wir schon den direkten Beweis kennengelernt, wir haben den indirekten Beweis kennengelernt, der sich dann wiederum in den Widerspruchsbeweis, in die Kontraposition unterteilt. Und wir haben auch schon die vollständige Induktion kennengelernt. In diesem Video möchte ich mal den ikonischen Beweis vorführen. Und zwar ist das ein Beweis, der praktisch eine andere Kodierung aufweist. Wir arbeiten nicht mehr formal korrekt in der Hinsicht, sondern wir modellieren den Sachverhalt ikonisch. Das heißt also, wir modellieren ihn über entsprechende Symbolik, über Bilder und bauen unseren Beweis auf die Art und Weise auf. Das können wir auch machen, das werden wir auch gleich sehen. Und zwar wollen wir das an folgender Aussage hier vorführen. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie hätten ein bisschen mit ungeraden Zahlen hätten Sie experimentiert, hätten so ein bisschen damit rumgespielt. Was passiert zum Beispiel, wenn ich die einfach mal addiere? Und dann haben Sie eine Beobachtung gemacht. Und zwar haben Sie die Beobachtung gemacht, wenn Sie die ersten n ungeraden Zahlen aufsummieren, dann haben Sie als Summe n Quadrat. Und diese Beobachtung haben Sie natürlich formal korrekt niedergeschrieben. Also in dieser Form, Sie haben sie praktisch modelliert in dieser Form. Das heißt also, diese Aussage hier ist nichts anderes als eine Hypothese, ne, die beispielsweise aus Ihrer Forschung, ne, also aus dem Experimentieren mit ungeraden Zahlen entstanden ist. Jetzt haben Sie das Ganze für ein paar ungerade Zahlen, ne, haben Sie das Ganze verifizieren können, also zum Beispiel für die ersten 5 ungeraden Zahlen. Ich habe hier extra so ein Python-Programm geschrieben, welches mir das hier berechnet und entsprechend überprüft. Also hier die ersten 5 ungeraden Zahlen und die Summe ist tatsächlich 25, also 5 Quadrat. Jetzt haben Sie das Ganze noch für die ersten 10 ungeraden Zahlen ausprobiert. Auch hier stellen wir fest, die Summe dieser ungeraden Zahlen hier ist 100, also auch wieder das Quadrat. Ne? Das Ganze können wir natürlich noch ein bisschen höher treiben. Wir können das Ganze auch für die ersten 20 ungeraden Zahlen verifizieren. Das nützt uns allerdings nichts, weil wir haben jetzt diese Hypothese nur für insgesamt 5 ungerade Zahlen auf die Anweise verifiziert, für insgesamt 10 ungerade Zahlen haben wir es verifiziert und für insgesamt 20 ungerade Zahlen haben wir es verifiziert, beziehungsweise für die ersten 20 ungeraden Zahlen. So muss man noch dazu sagen, müssen natürlich noch in der entsprechenden Reihenfolge, muss das natürlich hier noch aufgelistet sein, ne? Also Sie können nicht irgendwelche ungeraden Zahlen einfach zusammenschmeißen, sondern die müssen auch in der entsprechenden Reihenfolge stehen. Jetzt ist es allerdings so, das bringt uns natürlich hier nichts weiter, weil, wie wir wissen, es gibt unendlich viele ungerade Zahlen. Das heißt also, die Frage wäre, gilt unsere Hypothese, die wir hier so schön niedergeschrieben haben, gilt ja auch wirklich für alle ungeraden Zahlen, ne? Also wenn wir n gegen unendlich annähern würden, würde diese Hypothese dann immer noch gelten. Das Ganze muss also bewiesen werden. Und wir machen das Ganze jetzt hier ikonisch. Und zwar mit folgender Kodierung. Wir sagen, eine Menge von Punkten, ne, beziehungsweise eine gewisse Anzahl an Punkten, repräsentiert eine Zahl, eine natürliche, beziehungsweise in unserem Fall eine ungerade Zahl. Zum Beispiel ein Punkt steht für die 1. 3 Punkte würden für die 3 stehen, 5 Punkte würden für die 5 stehen. Das ist unsere Kodierung, die wir hier anwenden. So. Und auf dieser Grundlage können wir dann auch unseren ikonischen Beweis führen. Also, wir haben, weil wir hier die 1 haben, haben wir hier natürlich den ersten Punkt. Okay, dann haben wir hier positioniert. Als nächstes würde jetzt die 3 kommen. Also kommen als nächstes 3 Punkte dazu. Die habe ich jetzt grün gefärbt. Dann wird wir das Ganze besser unterscheiden können. Jetzt würde als nächstes die 5 kommen, das ist auch kein Problem. Stellen wir durch 5 Punkte dar, hier 5 gelbe Punkte, 3 hier, 2 hier.
Und wir können schon ein Muster erkennen. Die ersten drei ungeraden Zahlen haben wir schon mal hier. 1, 3 und 5. So, nach unserer Hypothese müsste also die Summe hier 9 sein. Die ersten drei ungeraden Zahlen, also n gleich 3 zum Quadrat ist 9. Und tatsächlich, wenn ich das aufsummiere, 1 plus 3 ist 4 plus 5 ist 9. Jetzt schauen wir uns mal diese Darstellung hier an. Also hier haben wir die 1 repräsentiert, hier haben wir die 3 repräsentiert, hier haben wir die 5 repräsentiert. Und wir sehen, es bildet sich hier ein Quadrat. Das hatten wir hier auch schon beim ersten Fall, ne? Es bildet sich hier immer ein Quadrat, hier mit der Seitenlänge 3. Also eben die Kantenlänge dieses Quadrates repräsentiert also die Anzahl unserer ungeraden Zahlen. Und wir wissen ja, a mal a, ne, ist a Quadrat. Also hier 3 mal 3 ist eben in dem Fall 3 Quadrat, also 9. Ne? Ganz können wir jetzt noch weiter dran. Wir können jetzt auch noch die 7 dazu machen. Da haben wir hier in dem Fall schwarze Punkte. 7 schwarze Punkte. Hier nochmal die Darstellung. Also der Punkt hier steht für die 1, die grünen hier für die 3, die gelben hier für die 5, die schwarzen hier für die 7. Wir sehen immer, es bilden sich hier ein Quadrat. Ne? So dass wir hier also die ersten 4 ungeraden Zahlen, ne, wie gesagt, auf die Reihenfolge achten, wäre dann hier entsprechend 16 Quadrat. Tatsächlich 1 plus 3 ist 4, plus 5 ist 9, plus 7 ist 16. Das heißt, dass wir können hier auch wieder ein entsprechendes Muster erkennen. Wir können das Ganze hier sogar grafisch darstellen durch unsere Codierung. Und wir können das natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig beim ikonischen Beweis, wir können es verallgemeinern, indem ich hier angebe, wir können diese Punkte hier dann beliebig auch entsprechend nach diesem Muster hier ausbauen. Ja, und werden dann immer entsprechende Quadrate erhalten, die dann wiederum die Summe der entsprechenden n ungeraden Zahlen repräsentieren. Ja, das ist zum Beispiel eine schöne Art der Beweisführung. Es ist, man muss noch dazu sagen, etwas umstritten, ob das wirklich ein Beweis ist. In entsprechender Fachliteratur wird es auch als gute Begründung ausgeführt. Aber auf jeden Fall ist es eine schöne Sache, so etwas zu beweisen, denn es ist vor allen Dingen wesentlich übersichtlicher, wesentlich anschaulicher, wie wenn Sie das Ganze hier formal korrekt beweisen. Besonders muss man noch dazu sagen, wenn Sie das zum Beispiel, wenn Sie diesen Beweis kommunizieren wollen, na, ein Beweis soll ja auch kommunizierbar sein, und dann können Sie diesen Beweis natürlich auch einer Person, die mathematisch etwas unbedarfter ist, diesen Beweis hier einfacher vermitteln, als wie wenn Sie ihn über vollständige Induktion führen. Ne? Das wäre also noch das. Da uns der Beweis jetzt gelungen ist, können wir unser Blöckchen hier drunter setzen. Beweis gelungen. Das war es an dieser Stelle schon wieder. Bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.